Der Gestank hier unten ist beinahe so tödlich wie Maltael. Diese Gebeine sind uralt. Die Leichenstadt. Ich wärme mich gerade erst auf. Okay, er hat ein Schnäppchen gemacht. Dabei war's. Ihr wagt es, mich anzugreifen? Was hat er bekommen? Ein Richtbuch. Kardala. Ah. Okay. Hier ist noch alles. Vielleicht bekommt man noch einen Schleim dazu. Was passt das eigentlich? Ja, ich hab lieber einen legendären Zug. Euer Graf wartet! Ja, wir schaffen das auch. Brauche mehr Arkankraft. Meinen Respekt. Ja, ja, mach doch. Das ist geschafft. Es geht so schnell im Schluss. Eure Verteidigung ist nutzlos. Ich brauche Arkankraft. So. Lebensrüstung. Okay. 120 Gegner. Ja, das soll alles gewesen sein. Schade, nicht viel Besseres. Was gibt's denn hier sonst noch? Aha, hier ist der Ausgang. Dann gehen wir aber noch kurz zurück. Ich kehre in die Stadt zurück. Schauen zuerst mal die neuen Sachen an. Also Blitzkugel. Shocking Boost, Blitzkugel. Nehmen wir mal die Hydra Artis Blizzard. Das ist recht gut, die neue, also größere Reichweite. Lebensrüstung. Nö, ist nicht so interessant. Wir bekommen nicht so viel Schaden. Okay. Dann zum Schmied. Wir müssen etwas unternehmen. Tyrael führt die Mistkerle bestimmt direkt zu uns. Nur weil Tyrael ein Engel ist, ist er nicht gleich böse, richtig? Die meinen, nein, ist nicht sein Engel böse. Also, dann gehen wir weiter. Wir wollen ein bisschen vorwärts kommen. Also, der große Knochenlager war jetzt nichts Besonderes. Ziefergasse.
unglaublich, wie gut ich mega bin. Mega schnell spammen. Ja, das ist negativ, ganz brauche mehr Arkankraft. Das ist einfach ein Mini-Dungeon. Rastlose Winde der Bösartigkeit. Eine Winde, was ist eine Winde? Eine Ahnung. Okay, sonst nichts Gescheites. Dann gehen wir weiter. Ich habe den Eindruck, dass ihr immer nur an die Vergangenheit denkt. Unsinn. Ich denke oft daran, was die Zukunft für uns bereithält. Welche Abenteuer vor uns liegen. Die Vergangenheit liegt so weit zurück. Und die Zukunft ist solch ein Geheimnis, dass ich nicht anders kann, als mir solche Fragen zu stellen. Dieser Schatz könnte uns von Nutzen sein. Die hat jetzt nicht wirklich gesagt, zu einem blauen Ei, was dieser Schatz würde. Vielleicht für sie. Dafür werde ich genau dieses Schwert wegnehmen. Das ist nichts für optimistisch. Niemand kann mich aufhalten. Jetzt
nicht Profis ist. Ding schon echt gut, die haben. Für mich ist Pufferfix halt viel besser. Es fordert nicht mehr, es ist schöner, es ist cooler, es ist ja, spannender. Aber trotzdem, Diablo 3 ist nicht schlecht, aber eben nicht für Profis. Für Profis ist das Spiel nichts, für Anfänger, also für nicht so Erfahrene ist es gut. Ach, süß. Mein Meister hat seine Arbeit am Stein bereits aufgenommen. Ihr könnt unternehmen, was ihr wollt. Es ist bedeutungslos. Was ist denn das für eine Fackel? Ihr und der Rest der Dämonenbrut werdet bald Geschichte sein. Seid ihr fertig? Niemand bedroht mein Volk. Niemand. Ausweichen kann man denn gut. Die Dämonenbrut wird im Feuer umkommen. Jetzt übertreibt total. Jetzt hat es satt. Ich schlafe ein. Komm schon. Gib alles. Das war eben nicht schlecht. Ja, du musst aber nicht im Weg stehen. Oh, yeah. Helft mir! Nein, die meinen schon nicht, sie stehen. Das ist meine Belohnung. Ah, grüß Gott. Bist du die Oshi? Oder wer bist du? Nie fallen. Ich werde alle Konflikte beseitigen. Im Tode herrscht der ewige Frieden. Natürlich. Rennt nur weg, ihr Feigling. Süß. Aber keine Schlachtfeld, also mit der Glocke hier. Also die Grafik haben gute Arbeit gemacht, aber zu wenig natürlich, um mich zu beeindrucken. Ich muss zurückkehren. Was mich beeindruckt, ist Skyrim mit Grafikmods. Ohne ENB, das hasse ich. ENB ist nur Grafikprotzerei, die gar nichts mit Realismus zu tun haben. Gestern hat wieder einer etwas dagegen gehabt, dass ich manchmal so viel, zu manchem etwas dagegen habe und so. Aber ja, es ist meine Art und ich sage eigentlich, das ist extrem schlecht. Ich sag einfach, ich mag es nicht. Das ist meine Meinung. Meine Freiheit ist doch gut, oder? So, was haben wir bekommen? Schauen wir mal das Item an. Nützlichste alle. Ich habe gar nicht gelesen, was ich bekommen habe. Endloser Krieg. Hirtenstab. Ja, steht jetzt nicht, was wir bekommen haben. Okay, egal, schaue ich es dann im Video noch. Wir müssen nach oben.
Ich habe uns von Urzaels lästiger Existenz befreit. Ohne ihn als Anführer sollte es Thorions Männern ein leichtes sein, die Seelenernter zu beseitigen. Ihr habt Westmark gerettet. Wir haben Maltaels eigentlichen Plan noch immer nicht aufdecken können. Und er wird mit jedem Moment, der vergeht, stärker. Uns läuft die Zeit davon. Diese seltsame Frau, die ihr mitgebracht habt, glaubt, sie könne helfen. Sie hat darauf bestanden, sofort mit euch zu sprechen. Ah, okay. Tyra ist noch verletzt. Sieht nicht so gut aus mit ihm. Chelsea, ich weiß, wie ihr Maltael finden könnt. Aber es wird euch nicht gefallen, was ich zu sagen habe. Das tut es selten. Es gibt nur eine, die euch sagen kann, wie ihr Maltael finden könnt. Sie erwartet euch in den Blutmarschen. Und ihr kennt sie bereits. Adria. Adria. Endlich. Lol. Wir killen sie endlich. Wir killen sie. Die lasse ich jetzt nicht mehr entwischen. Ich lasse euch nicht allein ziehen. Ach ja? Und weshalb? Jemand muss dafür sorgen, dass ihr Adria nicht tötet, bevor sie euch Maltaels Aufenthaltsort preisgibt. Ich versuche, mich zurückzuhalten. Doch täuscht euch nicht. Sie wird sterben. Was ist das für eine? Ich habe Westmark von Urzael und seinen Seelenerntern erlöst. Für die Einwohner ist jetzt die Zeit des Wiederaufbaus gekommen. Auf der Suche nach Adria brechen Lorat und ich in die Blutmarschen auf. Sie weiß, wie man Maltael finden kann. Ich werde ihr dieses Wissen mit Freuden entlocken, bevor ich sie töte. Okay. Jo. Sieht aus. Wir hatten den schwarzen Seelenstein in den Tiefen der Nephalem-Ruinen hier in der Nähe versteckt. Ich halte mich für einen Experten auf dem Gebiet der Sumpflinge. Der Sumpfling an sich ist eine kleine, seltsame Kreatur, die sich hauptsächlich mit der Futtersuche und dem Graben beschäftigt. Unter normalen Umständen fürchten sie uns Menschen. Doch wenn sie unter dem Einfluss magischer Objekte stehen, werden sie sehr aggressiv. Besonders Ringe scheinen es ihnen angetan. Das erste Mal, als ich eine Hexe sah, war auf einem brennenden Scheiterhaufen. Mein Vater brachte mich zum Dorfplatz, damit ich es mit ansehen konnte. Schau genau hin, sagte er. Das ist das Antlitz des Bösen. Aber sie... Dies ist der Eingang zum Grab. Doch jemand hat ihn zum Einsturz gebracht. Unsere Freundin Adria. Wir werden einen anderen Weg in die Ruinen finden müssen. Was war das? Da kommt etwas. Das war klar bei diesem Tor. Sehr vorbereitet. Dies war nur ein Zugang zur Stadt. Überall in den Blutmarschen kann man Siegelsteine finden, die uns zum Haupteingang führen. Für die meisten sind diese Siegelsteine nutzlos. Doch einer Nephalem wie euch sollten sie den rechten Weg weisen. Aha. Das ist natürlich wieder eine Sammelaufgabe. Einmal mögt ihr mich überlistet haben, Adria. Aber das wird nie wieder geschehen. Denkt daran, an die notwendigen Informationen zu gelangen, bevor ihr... Ja, ja. Erst die Informationen, dann Mord und Totschlag. Nun, das klingt nicht sehr beruhigend. Mein Vater hat es nie verstanden. Er wurde in eine reiche und privilegierte Familie hineingeboren und suchte Zeit seines Lebens, seinen Stand zu bewahren. Ich war sein Fleisch und Blut, aber ihm waren die Namen in seinen Büchern und die Gesichter in seinen Gemälden an der Wand wichtiger als seine lebendige Tochter.
Wir müssen uns einer weiteren Prüfung stellen, meine Freundin. Schön. Wenn es so weitergeht, spiele ich Hardcore ohne Heiltränke. Wisst ihr, was Angst ist? Die Angst vor dem, was man selbst ist. Und die Angst vor dem, was das eigene Fleisch und Blut einem antun würde, wenn sie es wüssten? Nein, ihr könnt es nicht verstehen. Die Menschen sehen euch als eine Retterin an. Habt ihr jemals über diejenigen nachgedacht, die ihr ums Leben gebracht habt? Sie waren Väter, Geliebte, Töchter. Also jetzt fühle ich mich wie im Schlaraffenland. Ich erinnere mich, vor meinem Schlaf über diese Ruinen gelesen zu haben. Doch die Stadt, die einst hier stand, war schon lange vor meiner Zeit verloren. Die Schlingen der Fallensumpfler sind überraschend effektiv, obgleich es sich mir entzieht, wie sie deren Herstellung erlernt haben. Der Großteil des Gehirns der Sumpfler scheint sich auf Töten und Fressen zu konzentrieren. Ihre Anstrengungen in diesen Bereichen sind jedoch bewundernswert. Vielleicht sollte ich eine dieser Schlingen vor meinem Zelt aufstellen, bevor ich schlafen gehe. Ja. Für die setze ich einfach Kettennetz. Dies ist einer der Siegelsteine. Doch wenn ich mich nähere, passiert nichts. Bitte lasst mich es tun. Sie fragten mich, was ich sehe, wenn ich ins Feuer blicke. Ich sehe einen brennenden Mann. Ich sehe eine brennende Hexe. Ich sehe einen Schrecken und einen Hunger, der alles verschlingen wird. Was können die Menschen gegen einen solch unstillbaren Hunger auszurichten hoffen? So gab ich mich den Flammen hin. Herrlich. Kann sich brennen lassen. Herrlich. Es gibt 4 Eingänge in die Nephalem-Stadt. Ein jeder von ihnen ist durch ein Siegel markiert. Doch nur eines weist auf den richtigen Eingang zur Gruft hin. Wenn ihr diese Steine aktiviert, verschwindet eins der falschen Siegel. Dann müssen wir nur 2 der verbleibenden Siegel ausschließen. Verteidigung ist nutzlos. Ich bin jetzt noch besser. Wir haben einen mächtigen Feind zu Fall gebracht. 15 Levels. Also muss ich jetzt das aktivieren. Da oben ist noch was. Arcane Dynamo. Und sonst nichts. Thank you.
muss einen weiteren Siegelstein finden, um festzustellen, welches Siegel das richtige ist. Ich laufe noch herum. Geht. Was ist denn das? Easy. Niemand kann mich aufhalten. So mächtig. Na, deswegen spiele ich mal so ein Sammel. Weil das so mächtig ist. Das ist wirklich die Frostschwere aus Diablo 2 in der Beta und anfangs ja, 2000 halt. Da war die Frostschwere auch der Killer. Unglaublich, wie gut ich bin. Ich immer wieder genervt. Die wahrscheinlich wieder hier auch immer wieder genervt. Schade. Aber der ist so gut. Oh Gott. Uns steht eine große Herausforderung bevor. Ich habe nicht genug Arkankraft. Ich bin geheim. Das ist einer, der Schaden macht. Mehr Schaden als dazwischen. Ist nutzlos. Ich wärme mich gerade erst auf. Oh mein Gott. Okay, hier habt ihr die Action, die ihr gewollt habt. Habt ihr das gesehen? 42. Wie fühlt sich das an? Ich mache nur noch Massaker und Ding. Einfach Tötung. Und wir sind wieder draußen. Irgendwo ganz anders. Man sollte nicht in der Mitte von dieser Frist. Jetzt weiß ich, welches Siegel den richtigen Weg kennzeichnet. Bisher hatte ich ja meinen Assistenten für die lauteste Kreatur der Welt gehalten, aber das war, bevor ich den kreischenden Schrecken entdeckte. Diese fledermausartige Monstrosität erzeugt den ohrenbetäubendsten Lärm, den man sich nur vorstellen kann. Wodurch sie das Wunder vollbrachte, meinen Assistenten noch lauter schreien zu lassen. Ich glaube, meine Kopfschmerzen werden mich noch wochenlang begleiten. Dame, wir haben sogar noch eine... ein besseres Schwert. Shit. Ein Geschenk? Ein Geschenk?
Zael, ich freue mich, dass es euch gut geht. Wer ist das? Ich bin Zael, ein Totenbeschwörer, der danach strebt, das Gleichgewicht zu bewahren. Außerdem ist er ein Hura drin. Das ist mein Freund Humbart. Er ist ein sprechender Totenschädel. Ignoriert ihn einfach. Zael half Tyrael dabei, den schwarzen Seelenstein aus den hohen Himmeln zu stehlen. In der Tat. Doch ich war nicht in der Gruft, als Maltael zuschlug. Wäre er da gewesen, hätte er Maltael gezeigt, dass man sich nicht mit einem Totenbeschwörer anlegen sollte. Genug, Humbart. Okay, das ist... Was macht ihr hier draußen? Dieser Ort ist aus dem Gleichgewicht geraten. Er ist wie von einer Krankheit befallen. Es ist mein Wunsch, ihn zu heilen. Dieser Sumpf wird von der Blutmagie einer Hexe namens Adria vergiftet. Ich werde sie töten. Dann kümmert sich also jemand drum. Lasst uns einen trinken gehen. Selbst nach ihrem Tod wird das Gleichgewicht sich nicht sofort wieder einstellen. Es wird Zeit in Anspruch nehmen. Immer so todernst. Okay. Wie fühlt sich das an? Was ist denn hier los? Die Suche nach der Madenbrut hat sich als richtiges Abenteuer herausgestellt. Zum ersten Mal sah ich einen ihrer Kadaver abseits einer Straße nach Westmark. Dort herrschte ein solcher Gestank, dass sich mein neuer Assistent direkt zweimal auf meinen Lieblingsreiseumhang übergab. Die Flecken sind dann irgendwann verschwunden. Trotzdem war ich äußerst betroffen. Nun steht eine große Herausforderung bevor. Habt ihr das gesehen? Das sieht aus wie von Zelda Ocarina of Time. Der erzählt. Aber schon fast gleich. Jetzt. Okay. Dann gehen wir mal zum Siegel. Dies ist der Weg, nach dem ich gesucht habe.